Gut, Jetpack ist aufgeladen, dann kann es ja jetzt zurückgehen. Dann geht es weiter. Was? Ein weiterer Chat? Ja, WhatsApp ist gerade eine Menge los, aber pff, interessiert mich eh nicht. Ich habe eben hier mal nachgeschaut, wer das alles ist, aber es sind größtenteils nur Gruppen. Von daher, kann ich auch später lesen. Jetzt sind wir in der Aufnahme. War nur noch circa eine Viertelstunde lang. Dann ist die Aufnahmesession beendet. Aber wir haben doch ordentlich was geschafft. Leider keine Tintenbeute gefunden, aber naja. Was soll's. Wahrscheinlich werde ich mir wirklich mal einen Shop eröffnen. Es sei denn, ich finde eine Lösung, wie ich die Tintenfische wieder zurückbringen kann. Kann ja sein, dass ich es schaffe, aber ich kann nichts versprechen. Muss man im Internet nachschauen, ob jemand auch nochmal das Problem hat. Sonst vielleicht gibt es einen Tintenfischmod. Kann ja sein. Möglich ist es. Ah, leck, 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 leck. Möglich ist alles. So. Weiter. Ich bin auch sehr, sehr froh, dass ich hier schon mit der Wand und so jetzt hier anfange. Nicht mehr dieses blöde Abreißen hier. Oh ja. Ich weiß gar nicht, ob das so reichen wird. Nee, da oben werden wir wahrscheinlich auch so eine kleineren Quadrate machen. Sowas wie halt. Ja, nur quer. Nur quer dieses Zeug da. So, nächstes Sack. Dann werde ich mich auch erstmal darum kümmern, die ganzen Parts hochzuladen. Paper Mario muss ich für den Morgen-Tag auch mal hochladen, also für mich für morgen. Heute ist Dienstag und weiß gar nicht, welcher Tag dann für euch ist. Moment, ich kann ja das mal kurz ausrechnen. Also für Dienstag, Mittwoch habe ich Minecraft-Parts schon gestern aufgenommen. Und hier, das ist, wir sind jetzt in der 6. Folge drin. Das heißt, Donnerstag, Freitag, Sonntag, Sonntag, Montag. Es müsste jetzt Dienstag sein. Also für mich ist Dienstag, für euch auch Dienstag. Passt doch perfekt. Das passt doch perfekt. Es macht auch ordentlich Spaß, hier wieder Minecraft aufzunehmen. Muss ich auch sagen. Die Aufnahmesessions, wo man wirklich Erfolg hat, die machen wirklich am meisten Spaß. Ist nicht nur in Minecraft so, sondern in jedem Let's Play. Beispiel Paper Mario, da waren ja auch mal ein paar Parts, wo ich einfach nicht mehr weiterkam. Wo ich so ein bisschen ratlos war. Und diese Parts haben mir auch nicht so viel Spaß gemacht. Oh, ich bestimmt auch nicht. Und dann generell, und dann gibt es da Parts, wo ich schön weit komme. Da würde ich gleich weiter aufnehmen. Ich bin auch in Paper Mario, muss ich ehrlich sagen, ein bisschen froh, dass ich nicht mehr die Aufträge machen muss. Das waren dann doch noch ein Zeitfresser und ja. Ich habe ja euch dann gefragt, ob ihr die noch haben wollt oder nicht. Hattet ihr gesagt, nö. Lieber Story. Und bin ich genau derselben Meinung. Das ist ein Creeper. Wir müssen vorsichtig da unten sein. Mal sehen, ob wir vielleicht. Ich hoffe mal, wir werden mit dieser Reihe noch fertig. Ja, sicher werden wir hier noch fertig. Circa 10 Minuten nehme ich hier noch auf. Innerhalb der 10 Minuten wäre ich hier fertig. Dann werde ich erstmal was essen. Aber vorher die Parts schon mal zum Hochladen einmal freigeben. Dass die schon mal hochgeladen werden. Ah. Ja, heute werde ich sowieso noch mal eine ganze Menge aufnehmen. Auch mit Jonas werde ich heute auch noch mal Minigames aufnehmen. Haben wir schon so ausgemacht, dass er noch mal kurz vorbeikommt. Nehmen wir noch mal was auf. Und das bedeutet, es werden sowieso in nächster Zeit noch mal ordentlich Minigames dazu. Also veröffentlicht werden. Aber finde ich auch gut so, weil Minigames, das ist auch so eine, ja, gute Abwechslung hier auf meinem Kanal. Sind auch relativ beliebt bei euch.
Was ich natürlich sehr, sehr gut finde. Und da werde ich auch mal schauen. Wahrscheinlich werden wir noch heute noch Quick Survival und Bedwars noch aufnehmen, aber vielleicht werden wir uns auch noch ein paar anderen Minispielen uns ausprobieren, ob die uns Spaß machen. Und vielleicht lade ich noch jemanden anderen ein, also per Teamspeak halt dann noch. Ja gut, aufgenommen haben wir jetzt auch per Teamspeak, aber vielleicht von den anderen Leuten noch, mit denen wir schon mal Bedwars aufgenommen haben. So, jetzt geht's an den Querbalken wieder ran. Müssen wirklich da unten aufpassen mit dem Creeper. Wenn wir runterfallen, dann macht's BUM und dann. Ah, Schaubuffer sind weg. Das will ich nicht, das will ich nicht, das will ich nicht. Ja, ich lege es aber auch so ein bisschen drauf an, indem ich ein bisschen tiefer fliege. So in der Art, wie ich das hier halt jetzt mache, so hatte ich das von Anfang an geplant, diese Idee Eichenholz und Kobbel zu verwenden. Das war sowieso von Anfang an so ein bisschen geplant. Nur wie genau, ja. Ich denke mal, so ist das alles ganz gut. Hier sind wir jetzt auch nun an der Oberfläche angekommen, das finde ich sehr, sehr super. Eichenholz geht wirklich jetzt so langsam aus. Ja. Wenn wir uns in der nächsten Aufnahmesession noch mal ein bisschen darum kümmern, hier die Bäume abzuholzen. So ordentlich jetzt gewachsen. Da haben wir wieder ein bisschen was. Nochmal Setzlinge anpflanzen. Wir können sogar schon dann mit der nächsten Kobbelreihe anfangen. Das auf jeden Fall. Habe ich das eben da richtig gesehen? Ist da ein Zombie drauf? Was macht dieser Zombie da? Nicht ganz okay. Toll. Okay. Warum ist jetzt WhatsApp so viel aktiv, Mann? Es ist nicht nur eine Gruppe, das sind vier Gruppen. Sonst ist bei WhatsApp bei mir eigentlich fast nie was los. Ja, muss ich dann mal durchlesen alles. Vielleicht auch nicht. So, sehr gut. Dann auf zur nächsten Reihe, Leute. Aber vorher will ich mir das mal von unten anschauen. Aber vorher muss der Creeper da verschwinden. Doch, schon viel, viel besser. Hier noch alles mitnehmen. Ja, Fortnite vielleicht kann ich auch mal mitnehmen. XP natürlich auch. Und ich muss sagen, das gefällt mir so. Das gefällt mir so. Denn hier muss ich das halt noch mit ganzen Drawbuffern vorstellen. Um die Decke ist auch ausgebaut. Hier werden dann die Schiffe gebaut. Glowstone muss hier noch überall rein. Dass hier auch beleuchtet ist. Auch auf in der Decke kommen auch Glowstone rein. Ob ich da auch diese Muster mache, wie hier an der Wand, weiß ich noch nicht. Eventuell werde ich mir noch was anderes überlegen. Ja, mal schauen. Wir machen auf jeden Fall jetzt weiter. Noch haben wir ein paar Minuten Zeit. Was sagt eigentlich mein Jetpack? Ja doch, das geht noch wunderbar. Das gefällt mir. Eins, da. Ja, es war ein zu viel. Es war nicht so okay. So, hier, da und nächster Stack. Da muss ich mir nochmal einen neuen Stack. Oder ein paar Stacks Kobbel nochmal holen. Also von Kobbel haben wir ja mehr als genug. Den Kobbel können wir bauen. Wird zwar nicht ganz so gemütlich und vielleicht auch ein bisschen schmerzhaft, aber theoretisch könnten wir einen Kobbel bauen. Nee, es war wirklich schmerzhaft, den Kobbel zu bauen. Nee, mach ich mal lieber nicht. Hier wird es jetzt auch ein bisschen dunkel. Es wird jetzt sogar, glaube ich, wieder Nacht. Oh Mann, wie schnell die Zeit vergeht. Okizuki ist Nacht. Warum hat man nicht so einen Regler, wo man einstellen kann? Jetzt soll die Zeit schnell vergehen, jetzt soll die Zeit langsam vergehen. Immer wenn Spaß macht. Geht die Zeit immer viel zu schnell. Es ist einfach so. Und wenn die Zeit schnell vergehen soll, vergeht sie ganz langsam.
ich mich auch schlafen legen, nur... Nee, jetzt noch nicht. Ich würde gerne vorher noch hier zumindest diese Reihe hier fertig kriegen. Dann können wir weitersehen. Nee, ich leg mich gleich schlafen. Aber ich will diese Reihe hier noch fertig kriegen in der Aufnahme. Also, diese Reihe meine ich hier, diese hier, aber da will ich auf jeden Fall fertig. So, schnell schlafen legen. Oh, jetzt knurrt mein Magen. Ja, gleich, lieber Magen, gleich. Klappe. Ich habe wie gesagt noch nichts gegessen. Bin heute, ja, circa um 8 aufgestanden. Normalerweise esse ich schon halt so gegen 9 dann essen und jetzt ist es kurz vor 10 ist sogar schon. Ja, bin halt aufgestanden, habe mich gleich zur Aufnahme hingesetzt. So. Ja, nochmal wegen Minecraft Minigames. Ich werde wahrscheinlich das jetzt auch so machen, dass erstmal jedes Wochenende jeweils, also Sonnabend, Sonntag jeweils ein Part Minigames kommt oder ich mache Dienstag, Donnerstag, Sonnabend, Sonntag, weil ja, kommt drauf an, wie viel wir aufnehmen werden. Nee, Dienstag, Donnerstag, sondern Sonntag wäre eigentlich schon ganz gut. Oder nee, machen wir Dienstag, Donnerstag, Sonnabend. Und Sonntag nicht, weil da ja schon Let's Talk kommt. Da müsste ich einfach, und ich habe keine Lust, so Minecraft um wieder zwischen zu quetschen, wie er schon mal war. Sonst Super Mario Sunshine lief. Hatte ich ja Let's Talk 15 Uhr oder 15.30 Uhr so zwischen gequetscht. Ich glaube 15 Uhr war es. Genau 15 Uhr. Und ja, so ganz hat mir das nicht gefallen. Und dann immer so ist das halt so schön ausgefüllt. Minecraft Hardcore wäre vielleicht auch mal ein Let's Play, was wir wieder machen könnten, eine neue Staffel. Aber da fehlt mir leider auch die Zeit. Da bin ich ja damals dann einfach so wieder gestorben. So wie das halt ist. Ja. Bis Minecraft Hardcore wieder kommt, das dauert auch wieder eine ganze Weile. Das kann ich euch jetzt schon sagen. Komm, diese komplette Reihe will ich hier noch fertig kriegen. Dieser Aufnahme. Dann kann ich wirklich sagen, ja, heute haben wir ordentlich was geschafft. Tja, ob ich heute nochmal Minecraft aufnehme? Also, normales Minecraft weiß ich nicht, weil ich auch nochmal ein bisschen Paper Mario aufnehmen will. Dass ich da auch nochmal ein bisschen was vorproduziere. Ich muss diese drei freie Tage einfach nutzen. Ich bin nicht häufig krank. Ich bin, um ehrlich zu sein, extrem selten krank. Die Ärztin hat mir eigentlich auch angeboten, die ganze Woche krank zu sein. Sie hat halt so gefragt, genügt bis Mittwoch oder bis Wochenende. Ich hatte gesagt, ja, bis Mittwoch genügt. Ich bin halt auch nicht gerne krank. Obwohl so eine schöne freie Woche wäre eigentlich nicht schlecht. Naja. Bis Mittwoch genügt. Ich fühle mich ja auch wieder richtig fit. Ich hätte eigentlich heute wieder zur Arbeit gehen können. Nur ich bin halt krankgeschrieben. Das ist bei mir häufig so. Damals, als ich vor einem Jahr meine Zahn-OP hatte, da hätte ich auch schon wieder ein paar Tage vorher zur Arbeit gehen können. Wollte ich auch. Nur mein damaliger Dozent hat gesagt, nein, bleib zu Hause, das hat auch mit Versicherungen und so zu tun, geh nicht zur Arbeit. Ich wollte aber. Ja, kann man ein bisschen krank nennen. Ich weiß. Gerade wenn einen nicht so richtig die Arbeit Spaß macht. Obwohl, jetzt komme ich in die Abteilung. Da macht es mir auch wirklich wieder Spaß. Aber, ja. Ach toll. Bisschen Koppel fehlt mir jetzt hier. Nicht euer Ernst. Alles Skelett. Jetzt egal. Und haben wir noch super hier in dieser Aufnahmesession geschafft. In der nächsten Aufnahmesession geht es halt dann hier weiter. Werden wir hier das abschließen.
Ich muss mal kurz schauen. Eins und dann 1, 2, 3, 4. Dann nochmal ein Querbalken und dann ist noch eine. Das passt doch eigentlich doch ganz super, finde ich. Sehr schön. Dann sehen wir uns in der nächsten Aufnahmesession wieder von Let's Play Minecraft. Es hat mir auf jeden Fall sehr, sehr viel Spaß gemacht. Wir sehen uns und bis dann. Tschüss.